Bei unserem ersten Fall geht es um ein schweres Verbrechen, versuchten Totschlag. Das Opfer, eine junge Frau, die den Angriff nur mit sehr viel Glück überstand. Sie lebt jetzt in der Angst, der Täter könne erneut zuschlagen. Darum haben wir im folgenden Film ihren Namen und persönliche Merkmale, anhand derer sie zu identifizieren wäre, verändert. Die Straftat wirft viele Fragen für die Ermittler auf. Vielleicht können Sie jetzt helfen. Wittenberg am Abend des 9. September 2014. Christiane W. ist allein in ihrer Wohnung. Die 34-Jährige will einen Geburtstagsbrief an ihre Tante schreiben. Damit der Brief noch pünktlich ankommt, muss sie ihn an diesem Abend beenden und auch noch zu einem Briefkasten bringen. Erst gegen 23 Uhr ist sie fertig. Dann verlässt sie ihre Wohnung. Doch genau das wird ihr wenige Minuten später zum Verhängnis. Ortswechsel. Ein Mehrfamilienhaus ganz in der Nähe. Hier wohnt Maria T. Während Christiane W. durch das nächtliche Wittenberg läuft, geht Maria T. ins Bett. In einigen Minuten wird sie Zeugin eines Verbrechens. Die Straßen von Wittenberg sind um diese Zeit menschenleer. Christiane W. läuft zunächst zum Briefkasten. Anschließend will sie an diesem lauen Spätsommerabend noch nicht nach Hause, sondern möchte noch einen Spaziergang machen. Also diese Geschädigte hielt sich im Stadtgebiet von Wittenberg auf. Ganz konkret möchte ich die Straßenzüge Bürgermeisterstraße, Lutherstraße, Wilhelm-Weber-Straße, Fleischerstraße und die Mauerstraße nennen. Gegen 23.20 Uhr geht sie die Lutherstraße entlang. Plötzlich kommt ihr ein junger Mann entgegen. Beim Vorübergehen schlägt er ihr kräftig gegen den Arm. Dann dreht er sich um und sticht ihr mit einem spitzen Gegenstand mehrfach in den Rücken. Durch Christiane W.'s Schreie wird jetzt Maria T. geweckt. Sie geht kurze Zeit später zum Fenster und schaut hinaus. Dann hört sie, wie die Schiebetür eines Transporters geschlossen wird. Kurz darauf sieht sie einen weißen Transporter, der in die Straße am Schwanenteich abbiegt und dort mehrere Minuten stehen bleibt. Das Fahrzeug soll eine gelbe Aufschrift gehabt haben. Bei ihrer Aussage erinnert sich die Zeugin Maria T. später so an diese Szene. Ich habe Schreie gehört. Dann bin ich zum Fenster und habe aber nichts gesehen. Aber ein Fahrzeug habe ich gehört und wie jemand einen Transporter zumacht. Dann kam der Transporter, hat gehalten, aber niemand stieg aus. Schwer verletzt läuft Christiane W. nach dem Angriff zu einem Freund, der in der Nähe wohnt. Dieser ruft sofort den Notarzt. Christiane W. hat mehrere Stichwunden im Rücken. Sie hat Blut verloren und muss notoperiert werden. Später stellt sich heraus, hätte sie nicht so schnell Hilfe vom Notarzt bekommen, wäre sie jetzt tot. Auch fast drei Wochen nach der Tat sind für die zuständige Kripo in Dessau-Roßlau noch viele Fragen offen. Das bedeutet für den Fall, dass in diverse Richtungen ermittelt werden muss und wir noch keinen konkreten Hinweis haben, warum ein Täter mit welchem Motiv gehandelt hat. Die Ermittler prüfen derzeit alle Anhaltspunkte in dieser mysteriösen Angelegenheit. Können Sie helfen? Waren Sie am 9. September, das war ein Dienstag, zwischen 23 Uhr und 23.45 Uhr in Wittenberg unterwegs? Und zwar im Bereich Bürgermeisterstraße, Lutherstraße, Wilhelm-Weber-Straße und Mauerstraße. Dann melden Sie sich bitte bei der Kripo. Auch wenn Sie dort waren und meinen, nichts Auffälliges gesehen zu haben. Jede Information ist in diesem Fall wichtig. Das gilt auch für Hinweise auf den weißen Transporter, der von der Zeugin gesehen wurde. Haben Sie das Fahrzeug ebenfalls in der Lutherstraße auf Höhe der Straße am Schwanenteich am 9. September gegen 23.20 Uhr beobachtet? Oder waren Sie dort und meinen, da war kein Transporter? Sie merken schon an meinen Fragen, die Kripo ermittelt tatsächlich in alle Richtungen.
zum Täter. Er wirkte wie Mitte 20, ist 1,75 bis 1,80 groß und war bekleidet mit einem hellen Hemd, einer Jacke und trug eine Umhängetasche. Zuständig ist die Kripo Dessau-Roßlau, Telefonnummer 0800 6000 670.